Hallo Leute, heute erkläre ich euch in diesem Tutorial, wie ihr verschiedene Effekte in Filmora anwendet und wie ihr auch einen Greenscreen in Filmora verwendet. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Außerdem findet aktuell auf Filmora der Adventskalender statt. Schaut doch jetzt gerne mal unten in die Beschreibung und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Das wird uns ziemlich freuen. So Leute, dann fangen wir mal an. Wir haben hier unsere Dateien schon oben reingezogen. Die können wir dann auch unten, wie ihr hier seht, in unsere Timeline hinzufügen. Es sind richtig viele Dateien. Die ganzen habe ich noch nicht sortiert. Aber wir wollen ja heute eher auf die Effekte drauf eingehen und natürlich auf den Greenscreen, wie ich schon gesagt habe. Das Ganze kann man natürlich teilen und in verschiedenen Ebenen. Man kann unten noch Musik hinzufügen und oben, wie gesagt, unseren Among Us zum Beispiel oder unseren Greenscreen, wie man hier sehen kann. Ist ein ganz normaler Greenscreen von hier Cartoon Cat. Da habe ich einige Videos schon geschnitten. Und genau, ihr seht hier die Cartoon Cat mit dem Greenscreen. Und den kann man sogar mit den Schatten hier ganz schön unten in unsere Timeline hinzufügen. Dazu kommen wir aber später. Wir gehen erstmal auf den ersten Schritt drauf ein. Genau, den ersten Schritt, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein Fischauge hinzugefügt. Also nur mal ein kleines Verständnis. Ich stehe hier an der Tür, schaue aus der Tür hinaus und dann soll jemand vor der Tür stehen. Wie mache ich das? Wieder mit unseren Effekten oben. Wir haben hier so viele Effekte von Filmora und es sind richtig viele, ich musste mich erstmal selber zurechtfinden, weil es so viele sind. Und nehme hier unser Fischauge und ihr seht, das schaut wirklich so aus, als würde ich durch eine Luke hinausschauen, was ich ziemlich cool finde. Und ziehe einfach unseren Effekt einfach ganz leicht drüber, das geht wirklich ganz leicht, also mit unserem Filter, wirklich ziemlich leicht. Und habe hier sozusagen so einen Fischauge-Effekt, als würde ich aus der Wohnungstür hinausschauen, ja. Obwohl ich das gar nicht gefilmt habe, also nur mit unseren Filtern sozusagen. Finde ich richtig cool, genau. Und dann schaue ich raus und erkenne dann sozusagen den Among Us vor unserer Tür. Genau, und dann brauchen wir natürlich noch hier unseren Untermedien, den Among Us, den ich auch hinausgeschnitten habe. Ganz normale PNG-Datei. Und den füge ich sozusagen über dieses Fischauge und habe hier diesen Effekt, als würde dieser Among Us vor uns stehen. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde. So habe ich das auch in meinem Video selber verwendet. Das heißt, man kann natürlich auch noch, man hat hier verschiedene Ebenen. Ich ziehe die natürlich über das Ebene, über das Fischauge drüber, dass es vor dem Fischauge steht. Und dann kann man hier so viel machen, auch noch im Video selber. Man kann zum Beispiel, was ich cool finde, Schlagschatten hinzufügen, dass es auch noch natürlich authentischer rüberkommt im Hintergrund, wenn ihr sehen könnt. Und genau, mit der Entfernung, Unschärfe und so weiter, dass es noch realistischer rüberkommt. Und ich ziehe natürlich den Among Us ein bisschen größer, als würde er wirklich vor unserer Tür stehen. Was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Genau, können wir jetzt hier sehen. Und so kommt es damit rüber. Natürlich mit der perfekten Musik noch. Man kann sich die Größe natürlich einstellen, wie man will, so dass es einigermaßen realistisch aussieht. Und jetzt ziehen wir das Ganze mal rüber, dass ich euch das mal zeigen kann, wie es dann in echt aussieht. Genau. Es schaut wirklich so aus, als würde unser Among Us, der Impostor, vor der Tür stehen. Ich mach's nochmal auf Großbild, dass man es nochmal sehen kann. Mach auf Play. Ich schaue raus aus der Tür und dann steht unser Among Us vor der Tür und ich erschrick dann oder mach dann die Tür auf. Genau. Ganz, ganz leicht. Also ihr seht, es ist wirklich kinderleicht hier in Filmora mit den verschiedenen Ebenen. Dann kommen wir zu der nächsten Sache, die ich auch in meinem Video verwendet habe. Wir haben hier unseren Saw, der jetzt vor unserer Tür klopft und es soll natürlich ein bisschen horrormäßig wie ein Gruselfilm ausschauen, weil so, wenn er ganz normal vor der Tür steht, schaut es nicht ganz cool aus. Und da habe ich auch gedacht, okay, was für Effekte können wir verwenden, damit unser Saw noch ein bisschen gruseliger ausschaut. Ihr seht hier, der klopft hier sozusagen vor meiner Tür und wir haben hier so viele Effekte in Filmora. Ich benutze immer ziemlich gern diesen Kamerasucher, dass es sozusagen wie eine Überwachungskamera aussieht, ja. Die hier vor meiner Tür steht, wenn jemand kommt. Also es ist wirklich, ihr seht, es ist ein Filter, so ein ganz normaler Greenscreen und ihr fügt es ein. Ich finde es aber noch nicht so gruselig, weil der Hintergrund ist natürlich noch, also nicht in Schwarz-Weiß oder sonst was. Und da kann man natürlich auch in den Effekten hier oben nach was anderem raussuchen. Genau, ich ziehe das erstmal hier rüber, damit er klopft ja vor der Tür sozusagen.
Er läuft hin und klopft dann vor der Tür. Und dann suchen wir jetzt nochmal nach Effekten. Also ich muss mich erstmal auch, ich kenne natürlich schon die ganzen Effekte, nehme natürlich mal gerne diese Kamerastörung. Es gibt natürlich noch viele andere. Diese VHS-Störung finde ich aber ziemlich, ziemlich cool und setzt die sozusagen hin. Aber ihr seht, wir haben dieses Lob für unser Kamerasucher oder das Datum, ist noch nicht so ganz klar. Deswegen setze ich das jetzt über die Ebene von der VHS-Kassette, damit also die oberste Ebene ist immer die wichtigste, die natürlich am klarsten rauskommen soll. Das seht ihr hier, das Rote oder auch das Datum ist um einiges besser gestaltet. Und jetzt machen wir es mal auf Großbild und ihr seht, es schaut wirklich wie ein gruseliger Film aus und das ganz, 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 ganz leicht mit zwei Effekten, Leute. Und das können wir dann auch noch bei der nächsten Datei verwenden, die ich verwendet habe. Wir haben ja unseren Saw wieder vor unserer im Bett drin sitzen. Und wir suchen dann auch nochmal was Gruseliges aus, dass das Ganze auch mal ein bisschen, ja, gruseliger aussteht. Und ihr seht, ich kenne die ganzen, meine Favoriten. Ihr könnt die natürlich auch eure Favoriten hinzufügen, ja. Ich kenne die natürlich jetzt auch alle schon mit den Namen. Aber ich musste mich auch erstmal zurecht tun, um die ganze zu finden, weil so viele es gibt. Also Filmora fügt auch immer mehrere hinzu, monatlich. Genau, und ich packe das jetzt hin und ihr seht, man muss wirklich nichts machen, nur die passende Musik und ihr seht, unser Saw, es schaut auf jeden Fall gruseliger aus. Also es ist richtig, richtig cool, wenn ihr seht. Wir ziehen es ein bisschen größer und dann seht ihr, okay, es ist richtig, richtig cool. Ja, es schaut gruseliger aus und das ganz normal mit einem Effekt. Also wirklich ganz, 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 ganz leicht, kinderleicht, einfach nur den Effekt drüber zu ziehen. Und dann haben wir schon. Das gleiche auch bei den nächsten. Ich habe hier ein Cringe-Video gemacht und der Cringe sozusagen, er steht auf, ja. Es wurde natürlich auch mit der Kamera auf, also es soll so ausschauen, als wäre es mit der Überwachungskamera. Deswegen gehe ich wieder in unsere Effekte. Wir haben so viel. Man kann so viel benutzen, zum Beispiel dieser Starkey Glitch. Benutze ich auch immer ziemlich oft. Wir haben alles Mögliche da, was wir hier haben. Kamerasuche. Meins Lieblings, ihr wisst es, es ist immer diese Kamera, weil es halt so ausschauen soll, als würde die Überwachungskamera stehen und das Ganze aufgenommen haben. Das ist übrigens mein Lieblingswörter, den verwende ich auch in den meisten der Videos, muss man sagen, ja. Und dann fügen wir jetzt, genau, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Clinch, also dass es so ausschaut, als wäre es eine Überwachungskamera wieder und ihr seht, ich setze immer die Kamera, natürlich setze ich oben drüber, dass es noch rüberkommt und das heißt sozusagen, da steht eine Kamera, die nimmt jetzt diesen Cringe auf, machen wir mal auf Großbildstellen und dann seht ihr, wie das ausschaut. So habe ich das auch in meinem Video verwendet. Es schaut so aus, als wäre es eine Überwachungskamera, der Cringe geht auf und dann mit seiner Energie, ja, schaltet er die Kamera sozusagen frei. Richtig cool. Kommen wir zu unserem Greenscreen. Genau, wir haben hier unsere Datei und die ziehen wir uns erstmal jetzt wieder in Filmora rein. Also ihr seht hier diese Katze, das ist eine größere Datei und wir brauchen natürlich nicht alles von der ganzen Datei. Ihr seht, also es sind verschiedene Sachen, wo die hier unser Cartoon-Kit herläuft. Richtig cool. Und das ziehen wir uns erstmal rein. Dann seht ihr, okay, jetzt erstmal als Überblick, wie es normal aussieht. Wir haben hier das ist die Datei, wo wir das einfügen sollen, unser Cartoon-Geld. Ihr seht, es ist noch nicht, der Greenscreen ist noch nicht angewandt, deswegen schaut es so aus. Ich schneide es jetzt erstmal zusammen, die Datei, die wir brauchen. Genau, ich habe mir gedacht, die Katze läuft sozusagen über unseren Tisch rüber. Und wir gehen erstmal hier jetzt ganz wichtig ins Video rein und gehen auf Greenscreen. Das ist das Wichtigste überhaupt von der ganzen Sache, in die Greenscreen-Datei. Damit ihr seht, das Programm kennt das automatisch als Greenscreen-Datei schon an. Ihr müsst nicht mehr machen. Natürlich würde ich euch auch empfehlen, den Offset und die Toleranz ein bisschen größer zu setzen, dass das Ganze ziemlich authentisch ausschaut, wie auch die Kantenstärke, weiche Kanten. Wir haben hier ziemlich, ziemlich viel, machen das auf Großbildschirm, um euch das zu zeigen. Auch mit den Schatten, damit es ziemlich authentisch ausschaut. Ja? Das könnt ihr hier in dem Offset und der Toleranz und der Kantenstärke machen. Wie auch gleich die Greenscreen-Datei. Ihr seht, die Katze rennt jetzt hierher, rennt an unserem Bildschirm vorbei. Ja, was ich ziemlich cool finde und ihr seht, es ist wirklich kinderleicht, es hat 2 Minuten gedauert, das Ganze zu machen, also wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Wir haben unsere Cartoon Cat, die rennt jetzt hierher und dann könnt ihr natürlich noch, das Ganze mal größer, all mögliche Sachen hier noch machen, wie zum Beispiel auch ein Schlagschatten zum Beispiel, wie das Ganze halt ausschaut. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, die Cartoon Cat rennt vorbei und es schaut wirklich ziemlich realistisch aus. Und wir haben wirklich nicht ziemlich viel gemacht. Nur wichtig, die Kantenstärke einzustellen und die Toleranz, damit das Ganze auch zu der Farbdatei passt. Dann können wir natürlich auch noch hier, ich cutte das Ganze mal voneinander weg,
weil wir kommen nochmal zu einer anderen Datei. Dann haben wir auch nochmal eine Cartoon Cat, um euch das zu zeigen, damit ihr auch die Größe anpassen könnt. Ja, ihr könnt die Größe von diesem Greenscreen anpassen, wie ihr wollt. Suchen wir uns mal die Datei raus. Hier, ich würde sagen, das passt ganz gut, dass es ganz genau zu unserem Tisch passt. Und wir schneiden das mal hier jetzt rein. Genau. Und dann schauen wir, dann gehen wir in unsere Greenscreen-Datei nochmal und dann passen wir das Ganze nämlich von der Größe aus an, ja? Damit das Ganze einpasst. Ihr seht hier oben schon, die, man kann das anpassen, wie ihr wollt, von der Größe, was echt, echt ziemlich gut ist, sodass das Ganze authentisch ausschaut. Wir gehen jetzt mal hier nochmal rein. Genau, wir sind jetzt hier die Cartoon Cat und das sieht genau zu unserem Tisch passiert. Ihr, wir können hier die Größe anpassen oder auch die Form sozusagen, wo unsere Cartoon Cat steht. Das ist ziemlich, ziemlich leicht. Sie packen die jetzt hier hin, zack, mit unseren Schlagschatten. Ihr seht, es schaut wirklich ziemlich realistisch aus. Es schaut so aus, als würde die Katze jetzt hier unsere Cartoon Cat auf unseren Tisch zusammenbrechen. Mit unserem Greenscreen, kinderleicht auf unseren Tisch. Und da gibt es natürlich einiges. Also ihr seht das hier auch so hinfallen lassen vor der Flasche. Also das könnt ihr alles einstellen. Auch hier, ich zeige es euch nochmal hier, das letzte. Auch nochmal ein Greenscreen. Nochmal bezüglich auf dem Schlagschatten nochmal. Die Entfernung. Damit das Ganze auch ausschaut, als würde die Cartoon Cat wirklich hier stehen und einen Schatten auf unsere Brille werfen. Ihr seht das. Also es schaut wirklich ziemlich realistisch aus mit unseren Schlagschatten. Mit der Entfernung, mit der Unschärfe. Das könnt ihr hier alles einstellen. Wir setzen sie uns wieder hin, damit sie passend passt auf unserem Bildschirm. Lassen die Katze fallen und ihr seht den Schlagschatten. Ja? Ich liege hier noch und ihr könnt das Ganze auch noch größer ziehen, also die Datei oder halt genau zu dem Punkt, wo sie hinkommen muss. Ich mache mal ganz kurz nochmal auf groß, wie es ausschaut. Das ist auch in meinem Video verwendet worden. Ihr seht, die Katze fällt um und es spiegelt sich das Ganze noch. Was ich halt richtig gut finde, auf den Tisch, dass sich die Cartoon Cat mit unseren Schlagschatten noch spiegelt. Lassen die Katze wieder umfallen. Und ich gehe weg und es bleibt alles drin. Also richtig, richtig realistisch. Kommen wir zu unserem letzten Teil nochmal. Nochmal zu Among Us. Ich lasse hier auch ein ganz normales, eine PNG-Datei, auch ein Greenscreen-Datei. Und ich füge den Among Us sozusagen jetzt in unseren Aufzug hinein als Bilddatei selber. Wir können das hier anpassen und das ist halt ziemlich realistisch ausschaut, auch mit einem Greenscreen. Füge das hier rein. Und dann nehme ich natürlich auch noch unseren Schlagschatten, damit das Ganze, damit es sich spiegelt. Also so arbeite ich. Ihr seht, es ist kinderleicht, diese Datei zu erstellen. Gehe auf Play. Und so ist unser Among Us jetzt drin. Gehe auf Play. Ich mache die Tür auf. Unser Among Us ist beim Aufzug drin. Also auch wirklich kinderleicht. Ihr seht, ihr könnt PNG, Greenscreen-Dateien einfach ganz normal einsetzen. Kommen wir nochmal, jetzt zum Ende nochmal auf die Effekte drauf. Wir haben hier ein Among Us, also ein Kuscheltier von Among Us, das mich angreift. Es soll aber so eine Art von, ja, Verwacklung sein, wenn die Kamera am Boden steht. Ich benutze hier den Seitwärts-Effekt, den ich ziemlich cool finde. Das bewegt sich dann sozusagen. Dann zeige ich euch das nochmal. Ihr seht, es ist richtig, richtig cool. Er greift mich an, meine Kamera steht am Boden und die Kamera wackelt, als würde wirklich irgendwas Magisches passieren. Ganz normal mit einem Effekt reingezogen und ihr seht kinderleicht, ihr packt einfach den Effekt rüber in eure Ebene und das war's. Ganz am Ende möchte ich euch auch noch zeigen, dass ich mein Video verwendet habe. Es ist jetzt ein bisschen, was heißt aufwendiger. Wir nehmen hier eine Datei, ja, und ich möchte hier ein Among Us aus einer Tür kommen lassen. Hab hier meine Datei, auch eine Greenscreen-Datei, in Photoshop schon geschnitten. Ihr seht, das ist eine Greenscreen-Datei, damit unser Among Us aus der Tür sozusagen hinausschaut. Ja? Setz den Among Us auch wieder hinein, aber ich brauche natürlich die Greenscreen-Datei, die als oberste Ebene drin ist. Und unseren Among Us setzen wir sozusagen in die Mitte. Wir wollen ihn hier reinsetzen in die Tür, damit er sozusagen aus der Tür hinausschaut. Also es ist wirklich kinderleicht. Nehm hier meine Greenscreen-Datei, die auch schon eingestellt ist als Greenscreen. Ihr seht es hier oben. Und ihr seht, der Among Us schaut aus unserem Fenster hinaus. Das war es auch schon gewesen mit unserem Tutorial. Wenn ihr weitere Tutorials von mir sehen wollt, dann lasst es mich doch gerne unten jetzt in die Kommentare wissen und schenkt uns doch gerne noch ein Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.